Willkommen zurück zur WWE Crush Hour. Ja, wir haben im letzten Part angefangen mit dem Story Mode von Kane. Und jetzt machen wir weiter. Jetzt muss man am Ende den Gürtel so lang wie möglich behalten. 30 Sekunden muss man durchhalten und nicht abgeschossen werden. Und das ist uns gelungen. Deswegen geht's zurück zu Raw. Das war auch die allererste Map. Mal gucken, was jetzt hier verlangt ist von uns. Ja, erst fand ich sehr, Crush Hour ist einfach die totale Randomness der PS2. Man nehme Wrestler und stecke sie in Autos und dann sollen sie sich gegenseitig abschießen, anstatt zu wrestlen. So viel dazu. Ja, es fehlt mir die Chance, dass wir jetzt hier wieder bei Raw sind. Warum nicht eine andere Map? Die haben wir schon mal gesehen. Naja. Ist halt die Standard-Map, ganz ehrlich. Oh. Stone Cold. Ich glaube, Stone Cold hatte den Monster Truck. Ja, er war das. Hab mich nicht in letzter Part gefragt. Es gab doch einen, der wirklich einen Monster Truck hatte. Weil Chris Benoit, er so ein Jeep. Aber das ist jetzt ein richtiger Monster Truck. Oh Gott, okay. Und er ist immer dabei irgendwie. Booker T. Can you dig it? No. Und wen haben wir hier? Ach, stimmt. Den gibt's ja auch noch mit seinen 3D. Yo, die Brille ist da. Okay. Oh Gott, der sieht so komisch aus, wie so ein Nerd, ne? Da auf den Icons da. Bei der Punkteanzeige. Ah, jetzt brauchen wir 10 Kills. Ich glaube, am Anfang braucht man nur 5. Okay, Minen. Minen sind sehr strategisch in dem Spiel. Die werden platziert bei Lebenspunkten, weil wenn einer Leben haben möchte und sich Leben gönnen möchte, dann fährt er meistens mit Low Life in die Minen und dann kriegt man easy die Kills. Das ist ein kleiner Trick. Da kommt ein bisschen der strategische Aspekt in mir durch. Das heißt, der strategische Aspekt, der Stratege kommt in mir halt durch. Strategische Aspekt. Hey, du hast einen Punkt mehr. Komm, geh sterben, Alter. Nein, der tötet mich. Null. Oh, oh. Ich rede, das könnte die erste Niederlage werden. Ja. Aber bislang haben wir echt nur gewonnen. Ah, Booker T, an den könnte ich mich eigentlich schnell hochkill. Ja. Yes. Nein, er hat mir die... Oh, Report for Killsteal, Alter. Was ist das für ein Wichser, ey? Der stealt einfach den Kill. Come on, das ist nicht dein Ernst, ey. Komm, Bubba Ray. Ey, was ist das denn für ein Fail-Part? Läuft hier gar nichts, Leute. Ist euch falsch. Brauch mehr Items. Ja, ich bin der Einzige ohne Punkte. Läuft bei mir. Ja, Buja. Jetzt kommt Stone Cold und klaut mir den Kill. Passt auf. Am besten, ich kill sie jetzt beide. Wer ist da? Komm, Booker T. Let's go. Willst du auch sterben? Come on. Nein. Ach, Kinders, ey, ich brauche echt Items. Ich sammle jetzt mal ein paar Items ein. Kane macht zwar viel Schaden, aber halt nicht so viel Schaden wie manch anderer. Ich glaube, Stone Cold macht sogar mehr Schaden als Kane. Das ist halt noch langsamer und noch unkontrollierbar, glaube ich. Bam! Komm, das muss treffen. Nein, ich habe es voll verschwendet, meinen Special Attack hier. Aber Bubba Ray macht einfach nur Stress, ey. Schon so viele Kills. Nicht sein scheiß Ernst, ey. Ey, jetzt holt er sich den auch noch, ne? Natürlich. Oh no, Freunde. Ich weiß nicht, was ich zu tun habe. Es läuft überhaupt nicht. Jetzt habe ich nicht mal das Item geholt und ich werde schon wieder abgeschossen. Mann, warum geht der auf mich, ihr Wichser, ey? Warum gehen die alle auf mich? Ich habe nicht mal die meisten Punkte. Was sind das für welche, ey? Richtige Assis. Haha, 2 Punkte, ich habe mehr als Stone Cold. Okay, Minen. Ich leg's jetzt einfach hier hin. Ich bin jetzt eh wieder tot. Aber wenn man stirbt, dann verliert man wieder alle Items. Habe ich noch gar nicht gesagt. Hätte ich vielleicht mal tun sollen. Ist ein bisschen kacke. Ah. Und wenn man von irgendeinem Stage Hazard gekillt wird, dann verliert man Punkte. Und das ist auch eklig. Hier ist der Annihilator, der ist so gut, Mann. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat? Und Stone Cold hält eigentlich viel aus. Komm. Yes. Nice.
Wisst ihr was? Ach, das kann man nicht einstellen. Ja, schade. Ich wollte gucken, ob man die Schießsounds leiser machen kann, weil ich finde es schwierig, die Kommentare der Wrestler zu hören, weil die Schießsounds so laut sind. Das ist ein bisschen doof. Kann man aber nicht einstellen. Little Game, Papa. Bam! Und schießt mit Totenköpfe. Und wer hat jetzt die meisten Kills? Kane! Ihr habt's gehört. Kane. Fahr schön wieder am Leben vorbei. Oh Gott! Jetzt wurde ich zurückgestoßen, weil mich irgendwer abgeballert hat, sodass ich dieses Item nicht holen konnte. Ich glaube, es war Double Damage oder so. Hätte ich schon gern gehabt. Ey, der Annihilator ist so fies zu kriegen. Du musst halt riskieren, da in eine Flammenfontäne zu fahren. Booker! Suck it! Ah! Mann! Booker! Er ist so schnell. Haut immer ab. Stone Cold! Yes, Leben. Dass er erst nicht kriegen kann. Das respawnt erst nach einer Minute oder so wieder. Und da haben wir ihn. Drei Kills noch. Hat schlecht angefangen, aber jetzt läuft's, Freunde. Jetzt läuft's. Ich wurde zu schnell nervös. Hätte ich gar nicht werden sollen. Letzten Endes siege ich doch dann wieder. Ja, das wird wohl nichts. Ich kann versuchen, hier abzuhauen, aber ich denke, ich bin hier ein gefundenes Fresschen für die Gegner. Ja. Alle haben drei Kills. Ich habe acht. Fast so viele wie ihr, alle drei zusammen, ja. Ja, hier muss man bremsen, also. Oder man ist, hat so einen langsamen Charakter wie Big Show. Big Show ist so slow, glaube ich, dass der nicht mal bremsen muss, um das zu kriegen. Mein Kill. Und jetzt nur Bubba Ray umbringen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, der hat, glaube ich, Armor oder so ein Scheiß. Oder der hält allgemein viel aus, glaube ich. Kann auch sein, dass der allgemein viel aushält. Nein, ich bin... Ich wollte einen rammen, aber es hat nicht funktioniert. Schon wieder nicht. Ah! Und er kriegt den Kill, ne? Der Booker T. Dammit. Dammit! Aber bald haben wir Special voll. Als ob du jetzt so aufholst, Booker T. Bald haben wir Special voll. Das heißt, wir müssen nur einen mit den Totenköpfen da erwischen, dann ist es auch gegessen. Ja, Bubba Ray! Komm her! Komm her! Ja, 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 ja! Komm her! Nein, Booker T, du klaust mir den Kill nicht. Yeah! Puh, das war schwerer als gedacht, Freunde. Das war schwerer als gedacht. Schwerer als gedacht. Du, 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 du. Oh yeah. Boah, wie ein Feuerball abschießt, ey. Schon episch. Ich mag Kane. War schon immer mein Lieblingswrestler. Aber Brock Lesnar ist auch cool. Wir können froh sein, dass der noch nicht der Gegner war. Wie gesagt, das ist der Lubu von Crush Hour. Das ist wirklich so viel besser als alle anderen Chars. Oh! Cutscene! Los geht's! On WWE Cooking, Kane grills up some delicious foie gras. Now some people like mesquite, others swear by briquettes. Let's see what Kane prefers. Hey, that's dynamite! Oh, Kane, I don't think that's... Das Spiel ist so random, ich liebe es. Und jetzt geht's wieder zurück zu Crusty Crab. Okay, SmackDown kommt jetzt, yo! Glad you could join us for what promises to be another exciting event here at the WWE. SmackDown vs. Raw. Das SmackDown ist eigentlich ähnlich aufgebaut, aber es gibt hier noch die Backstage-Bereiche. Dann kann man auch reinfahren, da gibt es dann die Items. Ich glaube, in der Mitte gibt es nur sonst ein Item, sonst nichts. Du musst wirklich in die Backstage-Bereiche von dem Wrestler reinfahren, um eben halt diese geilen Sachen zu kriegen, wie Twisted Rockets und so. Schon wieder Ricochet, ich sag ja, die Charaktere wiederholen sich. Ah, es gibt über 30 Chars, oh nein, wir sehen immer die gleichen. Naja, ich mache ja nicht umsonst noch den Exhibition-Modus, wo ich dann in jeder Runde einen anderen Wrestler nehmen werde. Ja, Big Show, hallo. Lang nicht gesehen, Kappa. Big Show! Yo. Oh mein Gott, mit seinem riesigen Truck, der hält wirklich am meisten aus. Oh, nur zwei Gegner. Auch wieder 10 Kills. Kriegen wir hin.
Hier muss man hochfahren, um an das Item zu kommen. Es ist Double Damage, glaube ich. Oh, es ist nicht so einfach, Freunde. Ihr lacht mich jetzt aus. Es ist nicht so einfach. Ja, ich denke, ich gehe lieber in den Backstage-Bereich und guck mal, was man hier so finden kann. Oh, nee, hier ist Big Show. Ich glaube, es gab hier sogar Geheimwege, wenn mich nicht alles täuscht, Freunde. Ich guck mal. Kann sein, dass hier ein Geheimweg war. Ja, ich kenne das noch alles. Und hier gibt es, glaube ich, dann den Annihilator, weil der Annihilator ist das beste Item. Und der einsammelt, hat man auch nur einen Schuss. Bei anderen Items hast du mehr Schüsse. Und der killt einen fast instant. Also das Rikishi, der hält schon so viel aus. Und war direkt die Hälfte weg. Und der Annihilator ist immer an schwierigen Punkten in Maps versteckt. Hier eben halt in diesem Geheimraum. Und sonst eben halt immer an gefährlichen Punkten. Wie bei Raw eben halt in den Flammen. Oh, Rikishi, du Arschloch. Sorry, aber es ist wirklich lächerlich. Hier, schieß mit Totenköpfe. Bam. Hey, es zielt ja einfach mal einen Kill, ey. Naja, whatever. Triple H ist da. Oh mein Gott, nein. Das dreifache H. Wird immer The Game einfach genannt. Er wird ja wirklich. Im Wrestling auch. Aber trotzdem, ich find's lustig. Kommentator wird niemals Triple H sagen. Aber er hat doch eben Triple H gesagt, wo er gekommen ist. Ja, aber sonst bei anderen Kommentarabschnitten wird er immer ihn als The Game betiteln. Und jetzt ist er weg. Hä, wieso ist er jetzt weg? Der hat sich einfach so eingemischt und wenn er tot ist, ist er weg. Hä? Komisch. Komm, Big Show. Keine Angst vor dir. Auch wenn du am meisten Damage machst. Die höchste Verteidigung hast, das ist mir egal. Komm mal her. Gucken, wer gewinnt. Ich glaube, er gewinnt, ja. Scheiße, Mann. Big Show ist zu stark. Das wird eine fette Show, das sage ich euch. The Big Show. Oh, scheiße, hier ist eine Sackgasse. Hallo, Big Show. Oh, nee, der snackt sich jetzt das Leben ein. Ja, habe ich keine Chance. Ja. Oh, Rikishi hat den Kill bekommen. Was eigentlich schlecht ist, weil er erstmal ein Erzrivale, wenn er so wollt. Aber Big Show hat 0 Punkte. Den kann ich nicht als Rivalen betiteln. Komm, diesmal aber. Yes, Double Damage. Big Show, ich will eine Revanche. Ich will eine Revanche, Big Show. Ah, dann halt Rikishi. Guckt euch mal den Double Damage an, das ist insane. Big Show, los geht's. Revanche. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Double Damage aktiv habe. Das ist leider ein bisschen schlecht gemacht an dem Spiel. Man sieht nicht, ob das noch aktiv ist oder nicht. Und, yes. Das sind nur die Twisty Rockets. Wo ist denn der Annihilator? Ist der auf der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Twisty Rockets sind aber auch gut. Vor allem hier sind Zielsuche. Die machen zwar ein bisschen weniger Damage, aber sind immer halt Zielsuche. Das ist schon nicht schlecht. Komm, Rikishi. Please. Please. Eat Baden. Ich glaube, das war's. Jetzt kommt Big Show und stealt mir den. Nee. Big Show, ich hab was für dich. Ein paar Totenköpfe. Weiß nicht, ob du darauf stehst, aber du kriegst die. Akzeptier diese Geste. Es ist ein Weihnachtsgeschenk für dich. Komm her. Komm her, Big Show. Oh, er hat Armor. Er hält doppelt so viel aus. Tja, leider ist es ein One-Hit. das Spiel macht so viel Laune. Das glaubt ihr gar nicht. Weiß nicht, ob es beim Zusehen auch so lustig ist, aber ganz ehrlich, müsst ihr mal selber spielen. Das gab es damals, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt und ob es das überhaupt noch gibt. Ich bestelle halt Spiele immer bei eBay und Amazon. Diese Software-Pyramiden, da gab es dann für 20 Euro und 20 Euro war es auf jeden Fall wert. Ich hatte so viel Spaß mit dem Spiel damals. Und ihr merkt, ich habe immer noch Spaß mit dem Spiel. A huge collision! Oh mein Gott! Bei Kane! Natürlich bei Kane. Die anderen haben überhaupt keinen Punkt. Oh Mann, ey. Kane ist echt zu schnell. Teilweise. Oh, Rampower. Ja, los geht's. Rikishi. Nein, ich habe verfehlt. Damn it. Und Ramping Power ist OP, OP. Stell dir mal vor, Big Show hat die Ramping Power eingesammelt. Das ist so den stärksten RAM-Angriff im gesamten Spiel hat. Das ist wie der LKW aus Twisted Metal Black. Der hatte als Special sogar eine RAM-Attacke. Ich weiß nicht mehr, was Big Show hatte. Ich glaube aber keine RAM-Attacke. Komm, Killsteal! Killsteal! Was heißt Killsteal? Ich habe eigentlich die meisten Damage auf Big Show gemacht. Das war ein Easy Win. Bei SmackDown. Oh yeah. Eigentlich eine coole Map. Also ich mag SmackDown lieber als Raw. Immer wegen diesen Secret-Bereichen und so. Ist ein bisschen besser. Kann man sich auch besser verstecken. Raw ist wirklich BAM. Jetzt wird gefightet. Keiner kann sich wirklich verstecken. Ja. Hat auch was, hat auch was. Aber wie gesagt, SmackDown hat mehr Charme, wie ich finde. Okay. Dann gucken wir mal, was die nächste Map ist. Ich denke, wir machen wieder vier Maps. Cage Match. Mein
Vielleicht sogar meine Lieblingsmap, ja. Weil das ist was ganz Besonderes. Wie eben halt beim Wrestling auch, starten wir jetzt im Käfig. Und ich glaube, der wird erst nach einer Minute so hochgehoben oder sogar nach 2 Minuten erst. Gucken wir gleich mal. Mal gucken, wer jetzt der Gegner ist. Wahrscheinlich wieder Booker T und Big Show. Das sind ja eh immer die gleichen. Naja, wir finden es schon heraus. Also es ist Rikishi wieder. Ach, guck, den haben wir ja auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Ja, der war aber nur einmal dabei, muss man fairerweise sagen. Matt Hardy. Ich mag sein Intro. Ja, sag ich ja, Rikishi. Mit seinem komischen Kimono oder was es ist. Sein Intro ist ein bisschen cringe. Oh, und Chris Benoit, natürlich. Wieder kein neuer Wrestler. Er ist vor den Toten auferstanden. Ich muss diesen Witz immer wieder bringen, obwohl es eigentlich nicht lustig ist. Oh mein Gott, Cage-Match, los geht's. Wir sind in diesem Käfig. Ähnlich wie bei Hell in the Cell, ne? Aber eben halt noch ein bisschen anders. Ich glaube, der Käfig wird erst hochgehoben, wenn alle tot sind, außer einer. Ach du Scheiße. Da muss ich jetzt versuchen zu überleben. Es gibt so viele Leben hier zu finden. Das ist eigentlich keine Kunst hier zu überleben. Ach du Scheiße. Chris Benoit hat mir den Kill gestillt, ist mir egal. Hauptsache, ich bleibe hier als letzter übrig. Ach, das zählt sowieso nicht, wer hier den Kill kriegt. Komm, Chris Benoit. Chance gegen Kane. Und down. Und jetzt hebt sich eben halt der Käfig. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Doch. Ah, das liebe ich bei Cage Match. Was habe ich jetzt für ein komisches Ticket? Achso, jetzt muss ich diese Tickets einsammeln, ne? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ich kann mich nur an den Anfang erinnern. Haha. Ah, und das müsste ich zum Ziel bringen. Genau so ging das. Oh mein Gott. War voll kompliziert gewesen. Freunde, ich kann es euch erklären. Ich weiß wieder, wie es geht. Der überlebt. Der den Cage-Match-Fight überlebt, der hat die Chance, das Ticket einzusammeln. Und wenn man es eingesammelt hat, muss man es noch zu einem gewissen Punkt bringen. Boah, gehen die jetzt alle auf mich? Was sind, seid ihr für Assis, ey? Gehen wir die alle auf mich? Ja, das werde ich nie überleben. Hallo. Chris Benoit. Ja, ist ja sehr fair, ne? Wow, hatte ich hier viele Chancen. 3 gegen 1. Ey, lächerlich. Dann müssen wir jetzt gucken, wer gleich hier das Ticket bekommt. Ah, wer bekommt's? Wer hat gewonnen? Chris Benoit. Hm. Ich glaube nicht, dass wir den vorher roasten, weil hier ist schon das Ziel. Oder doch? Ach, und da hat der andere die Chance, das Ticket zu kriegen. Mainau, los geht's, Mainau, Triad. Oh ja, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Komm schon, komm schon, komm schon. Turbo. Und. Yes! Wer ist der Beste? Ich. Kane, meine ich. Wow, das war knapp. Knappikowski mit Ofski und Schau mit Au. Eieiei. Ja, geht wieder auf mich. Ich liebe es, wie fair ihr seid. Ah, ist eigentlich logisch, ne? Wenn ich meist Punkte hatte, wird halt angegriffen. Trotzdem. Ich hab keine Chance gegen 3 Leute. Mit Brock Lesnar hätte ich vielleicht eine Chance. So gut ist der tatsächlich. Oh ne. Jetzt haben die sich doch gegenseitig eine Kappe bekommen. Ja, und der hat kaum Damage bekommen. Jetzt darf gegen den kämpfen. Nice. Bin eh schon fast Schrott. Jetzt habe ich da eine Chance habe. Hat nur so viel Leben. Ja, wobei? 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 Nein! Nein! Ah. Komm, komm, hol dir das Leben. Ja, er holt sich zwar auch Leben, aber. Yeah! I did it! Komm, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Come on, come on, come on. Ah, ich komme hier nicht runter. God damn it, das wird mir. Oh nee, das wird mir den Sieg kosten, oder? Oder? Nee, das ist schon hier. Das ist ein bisschen. Bisschen in Zickzack fahren. Yo! Nice! Sehr schön! Er läuft! Ladies and gentlemen, the winner of this match, Kane! Sehr, sehr gut.
Okay, eins geht noch. Letzter Fight in diesem Part. Es könnte sein, dass wir im nächsten Part schon mit der Story fertig sind. Wow, es wird echt ein Kurzprojekt. Ah, jetzt kommt meine Hass-Map. Ja, das macht wirklich keinen Spaß. Das ist wirklich scheiße. Das Einzige, was ich nicht mag bei Crush Hour, ist diese Map. Running the Gauntlet. Ist auf irgendwelchen Stadtdächern und du musst halt hier genauso wie bei Lumberjack Sachen einsammeln. Und das ist so blöd hier, das einzusammeln. Gefällt mir wirklich absolut nicht. Aber gut. Da müssen wir jetzt durch. Es ist ja nur einmal. Ja, und einmal dann im Exhibition-Modus. Will ich das euch ja auch zeigen, aber ja. Das will nicht schön, aber gut. Das kann auch ein bisschen dauern. Vielleicht soll ich hier doch cutten. Nee. Ich mach das jetzt noch. Rikishi. Lang nicht gesehen. Ist ja nur jedes Mal unser Gegner. Aber lang nicht gesehen. Die Dampfwalze, ey. Oh, Booker. Wo ist eigentlich Kurt Engel? Den möchte ich mal wieder sehen. Wahrscheinlich kommt er jetzt. Wahrscheinlich kommt er jetzt, Freunde. Den habe ich wirklich schon ewig nicht mehr gesehen. Komm. Ja. Das ist wieder Bubba Ray. 3D. That's right. Ja, wir starten alle hier. Und es funktioniert genau wie bei Lumberjack. Also ist nichts anders. Ich glaube, wenn man einen abknallt, dann verliert er sogar den Punkt wieder. Ah, 10 Sterne sammeln. Das ist so Kennzahl. Das ist wirklich scheiße. Das zieht sich so in die Länge, ey. Finde ich nicht schön. Mag diese Map überhaupt nicht. Map an sich ist schon scheiße. Und man kann so leicht runterfahren. Und wenn man runterfällt, verliert man auch die Punkte wieder. Ah, das ist so schlecht. Ich mag das Spiel wirklich gerne. Aber diese Map, nee. Muss echt nicht sein. Jetzt müssen wir nach da. Oh Gott, da mit Kane, ey, der echt nicht so leicht zu steuern ist. Echt nicht einfach. Ich glaube, ich krieg's eh nicht, ja. Booker T hat sich's geholt. Der ist auch der beste Charakter, also von uns Vieren. Weil er der schnellste ist. Ah, Atomic Drop ist so schlechtes Item. Hast du das gesehen? Mann, ey, klau mir nicht meine Sachen. Mann, ey, ich schieß den jetzt ab. Will nicht, dass er die Punkte kriegt. Kein Bock auf den. Booker T, can you dig it, sucker? So. Weg mit dir. Kein Bock auf dich. Sein Punkt verloren. Das Problem ist, ich habe auch noch kaum Energie und. Ah, zum Glück haben die Flammen nicht. Yes! Spawn direkt bei mir. Pogchamp. Let's go. Weiß nicht, wo das nächste auftaucht. Nein! Schieß mich nicht ab. Hab Gnade. Oh! Bubba Ray, das wirst du mir büßen. Das wirst du mir büßen. Ja. Ach ja, diese Map ist klasse. Die ist wirklich toll. Und Punkt abgezogen. 2 von 10. Das wird so lange dauern, Freunde. Und es ist so scheiße. Ich hasse es wirklich. Also wenn ich hier failen sollte, ja. Dann machen wir es im nächsten Part halt nochmal. Oh, was ist das denn? What? Was war das denn für Bug? Gott, was war das? Laser Gun it Rockets. Ja, er kriegt es natürlich wieder. Rex-Typi. Kein Bock auf dich, Bubba Ray. Ich hab keinen Bock auf dich. So. Five Gum. Ich nenne dieses Item mal Five Gum. Ja, toll. Ich bekämpfe jetzt die anderen nur und. Alter, warum machst du ein Turbo? Ich hab nicht auf Kreis gedrückt. Ich bekämpfe die anderen nur und sammle gar nichts mehr ein. Merkt ihr das, wie schlecht es ist, wenn man das so macht? Ja, wird Zeit, dass ich mal wieder was einsammle. Hier abwarten. Und sonst verliere ich noch einen Punkt. Ja, es. Werde ich auf jeden Fall nicht schaffen, dass ich hasse diese Map so hart, Freunde. So hart hasse ich diese Map. Das ist zum Kotzen, ey. Das Leben sollte ich mir einsammeln. Ja, wir haben sogar Special, das ist ganz cool. Letzten Endes werde ich doch hier eh wieder nichts bekommen, oder? Ja. Vielleicht soll ich hier warten, bis hier wieder was spawnt. Früher oder später wird ja auch hier mal wieder was auftauen. Ah, jetzt ist. Oh nein, Rikishi! Tu es nicht! Ja, der ist da runtergeplumpst. Du Loser. Yes. Bubba Ray hat schon 5 Punkte. Sie müssen die. Das heißt, ich muss den mal abschießen. Der Abschießer verliert er wieder die Punkte. Ja, ziemlich nice. Ja, 6 Punkte. Ist klar. Zeit, dass ich sie jetzt abschieße. Noch Ziel suchen, glaube ich, diese Raketen. Komm her!
Bubba Ray, come here. Come here. Show me what you got. Oh nö. Ich hasse diese Map. Das ist zum Kotzen. Ah, nein. Kane ist aber so schlecht in dieser Map, Mann. Ah, es ist eben dann so unfair, weil manchmal spawnen diese Teile direkt vor deren Nase. Was soll ich denn dagegen tun? Du hast schon wieder. Es spawnt einfach nur da unten. Was soll ich denn dagegen tun? Sag's mir, was soll ich dagegen tun? Hm? Das ist so dumm, ey. Was ist? Na, wo ist es jetzt? Ach, schon wieder bei denen. Ja, cool. Finde ich sehr fair, dass ich hier so ausgeschlossen werde. Ah ja, komm. Jetzt gehe ich will ihn nur für diese Stars. Na, wo könntest du jetzt auftauen? Hier vielleicht wieder? Nee, wieder da hinten oder was? Nee, hier. Ja doch, wieder da hinten. Ah, oh, wäre ich da mal geblieben, ey. Aber wer soll sowas ahnen? Wer soll sowas ahnen, Freunde? Das können nur die Ahnen ahnen. Spaß. Ja, jetzt ist da hinten. Das heißt, jetzt kommt es vielleicht wieder hier oben hin. Vielleicht, vielleicht. Ist halt nur Glück eigentlich. Das hat nichts mit Skills zu tun hier. Je nachdem, wo die Sterne auftauen, derjenige wird halt bevorzugt dann. Hm. Vielleicht bin ich noch schnell genug, aber ich denke nicht. Ne. Natürlich hat er es wieder. Na, wo ist es jetzt? Da hinten schon wieder, ne? Also hier oben ist es am seltensten, glaube ich. Es sollte echt mehr da hinten sein. Ja, natürlich Bukati. So, den knall ich jetzt ab. Scheißegal, was passiert, den knall ich jetzt ab. So. In all directions. Bukati, immer noch 7 Punkte. Was soll ich dagegen tun? Zeig mir das mal. Ja, jetzt ausnahmsweise mal, wo ich hier unten bin, ne? Dann ist es da oben. Ist klar. Natürlich ist es klar. Es ist... Ganz ehrlich, Freunde, das ist wirklich nicht mehr toll. Dieser Modus sucked balls. Ja, direkt vor Bukatis Nase. Zum Glück wird er nicht vom Spiel supportet, ne? Ah, nochmal vor seiner Nase? Nee. Bei mir. Bei mir! Komm her, Bukati. Hol dir deine Belohnung ab. Jo. Das war doch eine schöne Belohnung, oder? Als ob ich noch gewinnen kann. Ich habe so wenig Punkte. Was soll ich machen, ey? Hat ja nichts mit Skill zu tun. Da. Spawnt direkt wieder vor deren Nasen. Ich muss erst um eine halbe Map fahren, bis ich da bin. Und die müssen halt nur ihren Wagen 5 cm bewegen. Ja, das ist echt lächerlich, Mann. Ja, es wird nichts. Freunde, muss ich das im nächsten Part nochmal machen. Tut mir leid, dass ich euch den Scheiß dann nochmal antun muss. Weil das wird eh nix jetzt hier. Oder kann man es nochmal neu probieren? Das brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht weiterspielen. Ist eh jetzt gegessen. Ja. Vor allen Dingen jetzt. Oh, danke. Hat mich umgebracht, hat mir einen Punkt geklaut, aber jetzt starte ich hier und krieg meinen Punkt zurück. Das ist so dumm, oder? Das ist das Einzige, was ich am Spiel nicht mag. Jemals diese Drecksmap hier. Oh ja. Skill. Freunde, das war Skill. Habt ihr gesehen, wie schnell ich den eingesammelt habe? Ist ja nicht so, als der direkt bei mir erschienen ist, aber... Skill, ne? Ich hab mir in den Abgrund gestoßen. Nice. Rikishi will sterben, oder? Na, Bukati will sterben. Wenn sie stirbt, gewinnt er. Das ist es ja. Ah, ging das nicht? Ich glaube, das ging mit dem Turbo. Da gab es irgendwie ein paar Tricks. Das muss ich erstmal wieder können. Ich glaube, das ist auch hier verlangt. Dass man so abkürzt. Das muss ich bis zum nächsten Part wieder hinkriegen, Freunde. Haha, Rikishi. Haha. Am Ende gewinne ich doch noch. Nee, kann nicht. Bukati braucht nur einen Punkt und den hat er jetzt wahrscheinlich. Pass mal auf. Nee, Rikishi ist da. Ja, Rikishi ist da. Er wird jetzt sterben, dass er keinen Punkt. Dass er noch 2 Punkte wieder braucht. Das kann ich aber nicht machen. Ich muss selber den Scheiß einsammeln. Wenn es danach geht, muss ich Bukati auch umbringen. Ja, aber er hat es jetzt eh. Kann ich meine Wut nochmal hier auslassen? Danke. Ja, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Daumen hoch, falls es euch trotzdem gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es mir gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Und danke fürs Ansehen. Macht's gut, haut rein.
We'll be right back.